Herzlich willkommen auf der YouTube-Seite von Lass mal reden. In unseren Videos spielen wir lustige Spiele. Tennis! Tennis! Ja! Tennis! Tischtennis! Tischtennis! Tischtennisball! Tischtennisplatz! Tischtenniskelle! Tischtennisball! Tischtennistisch! Du musst das Wort sagen! Tischtennisplatte! Sag mal, nur das erste Wort. Live. Live. Ja. Live, ja. Style. Style, Mann! Live-Sendung! Ist der behindert, Alter? Style! Live? Style. Seil. Ja, Live-Seil. Live-Seil. Wir reden über weltverändernde Themen. Smegma ist so die Ansammlung, also die weiße, gelbliche Ansammlung unter der Eichel eines Mannes, wenn er sich lange nicht gewaschen hat. Ach, Kuppenkäse meinst du? Auch bekannt als Kuppenkäse offensichtlich. Ja. Unser Thema heute ist nämlich MILF. Man I'd like to fuck. Dass er nackt rumläuft, auch immer permanent eine Erektion hat und wenn er einen Ameisenhaufen sieht, möchte er gerne seinen Penis in den Ameisenhaufen reinstecken, Sex mit dem Ameisenhaufen haben und mit seinem kompletten Ejakulat die Königin ertränken. Wir überzeugen durch professionelle Gesangseinlagen. Miami ist in der... Deine Mutter... Mitte der Nacht... Na, Kokaina... There are places we only for... No. Nein, du bist voll. Spürst du das auch? Außer Plan. In meinem Kopf ist eine Achterbahn. Manchmal gibt's aber auch Beef. Weißt du, was mir auch auf den Sack geht? Nee. Dass an deinem scheiß Auto so warm ist hier. Ist das übertrieben, war? Mach mal das Fenster runter. Ach, ja, nee, das ist ja Tonscheiße. Wir müssen die Fenster zulassen bei 30 Grad in der Sonne. Und wir erfüllen einen Lehrauftrag. Weißt du, woher das kommt, dass Männer rote Lippen sexy finden? Damals hast du ja immer rohes Fleisch gegessen als Kind, ja? Und ja. Deine Mutter hat das vorgekaut und hat dir das gegeben und dann hatte sie immer den Mund blutig, wo sie da das rohe Fleisch gegessen hat und hat dir das dann in den Mund getan. Und daher denken wir, rote Lippen ist unser Kopf verbunden mit rote Lippen, sind geben mir Essen, ich fühle mich dadurch gut. Es gibt auch Leute, die behaupten, dass Nikola Tesla mit der Reichsflugscheibe damals mit den Nazis und Adolf Hitler zum Pluto geflogen sind und Gesteinsproben genommen haben und die dann hier so ein bisschen getestet haben. Weil es ist bekannt, dass die Reichsflugscheibe so schnell fliegen konnte, dass es kein Problem war, zum Pluto kurz zu fliegen und dann wieder zurück. Also, wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, abonniert uns, hinterlasst einen Daumen. Viel Spaß!